Ja, ich möchte über Seelenpflanzen sprechen. Das ist mir eine Herzensangelegenheit. Ich mache viele Kräuterwanderungen in Hamburg und Umgebung und viele davon haben den Titel Seelenpflanzen. Und das ist ein Riesenfeld. Eigentlich ist natürlich jede Pflanze eine Seelenpflanze. Alle, die hier mit Pflanzen arbeiten, kennen das. Aber ich habe ein paar rausgepickt und möchte die vorstellen. Ja, natürlich kann ich in einer Stunde nicht allen Pflanzen gerecht werden, das erklärt sich von selbst, aber wir schauen einfach bei allen mal ein bisschen rein. Ich habe als Einstimmung dieses Bild gewählt, das ist einfach, ja, wie ein Tor und hat was von einem Wunder, oder? Was das eigentlich ist, ist fast egal, aber da laufen viele kleine Wesen über den Weg und ich löse auch nicht auf, was es ist. Genau. Gut, am Anfang möchte ich noch eine Frage stellen. Ich möchte den Vortrag gerne in der Du-Form halten. Ist das okay, wenn ich zu euch spreche? Ja, das wäre angenehm. Okay. Gut, ich möchte euch einladen, am Anfang mal, wenn ihr bereit seid, euch entspannt zurückzulehnen. Ja, seid ihr einverstanden? Und wenn ihr mögt, schließt mal die Augen. Für einen kleinen Moment. Und atmet mal einfach ganz entspannt, ganz tief ein und aus, in eurem ganz eigenen Rhythmus. Kommt erstmal an. Und dann stellt euch folgende Frage: Was braucht die Seele? Was braucht die Seele? Und dann fragt noch weiter, was braucht meine Seele? Dann könnt ihr die Augen schon wieder öffnen. Und ich glaube, es sind ganz unmittelbar Begriffe gekommen. Ja, mögt ihr mal, ja, einige nicken. Was kam durch den Kopf? Was habt ihr gedacht? Was kam sofort? Ich wiederhole es einfach. Ich habe hier gehört Liebe als erst, Frieden. Noch was? Ruhe. Trost. Geborgenheit. Wärme. Guck mal, was da alles kommt. Das ist. Ja, und wie schnell das ging. Das waren jetzt wenige Sekunden und die Wörter sind sofort präsent und das ist, und man fühlt sie auch in dem Moment, finde ich. Ja, also, noch mehr? In welcher Form auch immer, Anerkennung. Ja, noch was? Bitte? Sonne? Bei mir kommt immer als allererstes Raum. Ich schließe die Augen. Was braucht meine Seele? Raum. Das kommt sofort. Das Gegenteil davon ist Enge und auch Druck. Das heißt, wenn wir unter Stress stehen oder wenn irgendwie alles, ja, alles, was verengend wirkt, ist eben nicht gut für unsere Seele. Das können wir, glaube ich, alle bestätigen. Also Druck und Enge ist schwierig, durch Stress zum Beispiel. Genau, und jetzt möchte ich euch Pflanzen vorstellen, die genau diese Themen aufgreifen. Und da sind eine Menge, die uns da unterstützen können. Meine Wanderungen beginne ich fast alle inzwischen unter alten Linden. Im Hamburger Jenischpark, werdet ihr wahrscheinlich nicht kennen, ist ein bisschen weiter weg. Da stehen viele alte Linden und die sind an sich natürlich schon wunderbare Persönlichkeiten. Vielleicht habt ihr einfach Lust, euch auch eine Linde vorzustellen, eine möglichst alte, schöne, große. Wie ist die Stimmung unter einer Linde? Vielleicht könnt ihr da mal kurz ein bisschen reingehen. Heiter. Kommt auch ganz viel, ganz schnell. Ist das nicht spannend? Es ist friedlich, es ist schön. Finde ich ganz interessant. Unter der Linde ist es so schön. Es duftet gut. Der Baum ist schön, hat schöne Blätter, schöne Farben, schöne Blüten. Ja, Schutz, genau. Ja, es ist was los. Ja, genau. Und dieses Gefühl unter den Linden, das ist, glaube ich, schon ein ganz guter Einstieg in dieses Thema Seelenpflanzen.
Die Linde verkörpert schon ganz viel von genau dem. Also wir fühlen uns da geborgen, es ist irgendwie freundlich, es hat was Liebevolles. Die Linde steht für die Liebe. Sie bietet auch diesen unglaublich lieblichen Tee. Ihr habt doch bestimmt schon Lindenblütentee getrunken und der wird immer nur irgendwie empfohlen als Erkältungstee. Und damit wird man der Linde nicht gerecht. Ja? Das ist auch ist ein ganz wundervoller Tee, wenn wir zum Beispiel abends einfach Feierabend fühlen möchten. Vielleicht kennt ihr das, dass man den Feierabend gar nicht mehr richtig fühlt. Also man hört nie auf zu arbeiten. Und Linde ist für mich so ein Feierabendtee, den ich auch gerne im Kreis der Familie trinke. Einfach Lindenblütentee. Er schmeckt süß, er reizt nicht, er brennt nicht, er fordert nicht heraus, sondern ab da ist alles sanft und alles gut. Das ist die Linde. Sie ist sanft und liebevoll und gut. Und ab da ist Feierabend und man hat das Tagwerk hinter sich. Ich gucke gerade darüber, da gibt es nämlich Lindenblütentee zu kaufen. Ja, steht schon bereit. Wir benutzen auch Wörter, die interessant sind, wie zum Beispiel lindern, Krankheiten lindern, Schmerzen lindern, Zustände, die schmerzhaft sind oder irgendwas Gereiztes, Angestrengtes wird gelindert. Ganz zufällig. Genau, also oder gelinde gesagt, auch interessant. Es ist nicht so doll, nicht so hart ausgedrückt, sondern vorsichtig ausgedrückt. Oder das Wort subtil. Subtilia, also fein. Unter der Linde ist es nicht grob, da ist es immer fein und das tut uns gut.